Traditionen weitergeben, das ist ihm auch in der Arbeit mit seinen Studenten wichtig. Wie hat der Komponist sein Werk damals gemeint und wie kann man es heute mit dem eigenen Lebensgefühl wiedergeben? Bestimmte Momente in Kursen, wo wir einen richtigen Knackpunkt hatten, wo es darum ging, wie bringe ich meine Persönlichkeit in den Gesang ein, wovor habe ich eigentlich Angst, wenn ich vorsinge, mich zu offenbaren, beurteilt zu werden, verurteilt zu werden, kritisiert zu werden. Und dann haben wir am Schluss 2 Stunden nur Volkslieder gesungen, a cappella. Und dann musste sich jeder in die Mitte vom Kreis stellen, die Augen schließen und ein ganz einfaches Volkslied singen. Und ich glaube, was haben wir gehabt? Kommt ein Vogel geflogen oder nein, kein schöner Land oder nein, der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen, hat eine Sopranistin gesungen. Und beim zweiten Mal drang die Persönlichkeit durch und die Leute, die rumsaßen, haben alle geheult, weil man gespürt hat, ach guck mal, jetzt spricht plötzlich etwas aus dem tiefsten Inneren.